Guten Abend zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Oliver Glasner nach dem dritten Champions League Gruppenspiel Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur. Dann tolles ist unentschieden vor 50.500 Zuschauern hier im ausverkauften Frankfurter Stadion. Oliver, Glückwunsch zum Punktgewinn und zu einer guten Leistung. Sehr, sehr intensive 90 Minuten gegen die Spurs. Wie hast du es gesehen? Ja, Gratulation an die Spieler, Gratulation an die Mannschaft. Einen sehr guten Auftritt heute. Ja, ich denke, jeder hat gesehen, auch über welche Qualität Tottenham verfügt. Und natürlich hatten sie zwei, drei Chancen oder Schüsse, die sie heute halt dann neben das Tor gesetzt haben, aber die hatten wir dann auch mit Jesper, wo er drüber schießt, mit Ansgar Knauf. Also von dem her denke ich, dass das Unentschieden in Ordnung geht. Wir haben über ganz viele Strecken Tottenham Parole geboten, was mich gefreut hat, dass wir sehr mutig gespielt haben, auch immer wieder gegen den Druck von Tottenham uns befreien konnten. Und deswegen bin ich sehr zufrieden mit diesem Auftritt und mit dem Punkt können wir sehr gut leben heute. Danke. Dankeschön. Dann eröffnen wir die Fragerunde. Kurzes Handzeichen, falls es überhaupt noch Fragen gibt. Zu später Stunde. Frank Hellmann, bitte. Herr Glasner, die Fragen ähneln sich, aber ich muss Sie das nochmal fragen. Makoto Hasebe, sagt der Experte Sammer eben im Fernsehen, eine Weltklasseleistung. Kevin Trapp erzählt nochmal, wie er da als Einziger im Ermüdungsbecken liegt und sich pflegt jetzt auch hier nach den Trainingseinheiten. Was können Sie noch anfügen? Weltklasseleistung, ja, war unglaublich. Mit Ball wissen wir ja, wie Makoto, wie ballsicher er ist, immer wieder auch hier Bälle durch die Schnittstellen gespielt und toll. Und ja, gegen den Ball, wie er Harry Kane bearbeitet hat, muss ich schon sagen, immer wieder durchgedeckt hat. Und das ist schwierig gegen diesen Weltklasse-Stürmer, wie er das gemacht hat, großartig. Also eine außergewöhnlich gute Leistung von Makoto heute. Christopher Michel von Sport 1. Lars, guten Abend und Glückwunsch zum Punkt. Vor drei Wochen noch gegen Sporting oder vor vier Wochen wurde Ihre Mannschaft so ein bisschen ungeduldig während des zweiten Durchgangs und klackerte dann zusammen. Heute fiel auf die hohe Konzentration bis zum Ende. Nehmen wir mal so eine Schwimmphase in der ersten Halbzeit weg. Ist es auch für Sie ein Reifeprozess, ein Beleg dafür, dass die Mannschaft auch auf der Ebene langsam reift? Das weiß ich nicht. Das haben wir in einer Woche wieder Zeit in Tottenham oder in London zu zeigen. Ich denke einfach, dass wir ja, Selbstvertrauen getankt haben die letzten Wochen, dass wir eben einfach uns auch den Ball laufen lassen, viele schnelle Kombinationen haben, dass unser Positionsspiel dementsprechend gut ist, dass wir auch mit wenig Kontakten spielen. Du hast halt selten mehr wie zwei gegen so eine Mannschaft. Das, denke ich, war auch heute zu sehen mit unserer Offensive. Ich denke, dass wir offensiv besser spielen können wie heute. Da waren wir auch manchmal mit der Verteidigungsintensität von Tottenham überrascht oder überfordert, ja, wie wenig Zeit du hier hast, wie schnell hier gedoppelt wird. Und das ist auch ein Lernprozess für unsere Offensivspieler. Aber wie gesagt, das ist überhaupt kein, nicht, dass irgendjemand schreibt, ich kritisiere hier unsere Offensive, das ist überhaupt kein Kritikpunkt, sondern ist einfach eine Feststellung in puncto Lerneffekt, dass hier einfach ja, gefordert wird, wenn du gegen eine Mannschaft, die in der Premier League um den Titel mitspielt, dann hast du halt immer noch weniger Zeit und du brauchst genau diese Spiele, um dich daran zu gewöhnen. Und vor allem noch zweite Halbzeit haben wir es dann schon zeitweise besser gemacht wie erste. Michael Maxen von Hitradio FFH. Hallo Herr Glasner, Marseille hat ja heute parallel gewonnen. Wie sehen Sie jetzt die Ausgangsposition in der Gruppe aktuell, wo sich ja alles jetzt so ein bisschen enger zusammengeschoben hat? Ja, es bestätigt sich das, was, glaube ich, alle Trainer gesagt haben, dass es eine ziemlich ausgeglichene Gruppe ist. Auch wenn ich jetzt wir haben jetzt gegen jede Mannschaft einmal gespielt und es war jedes Spiel auf Messerschneide. Also ich denke, wir hätten jedes gewinnen können, aber ja, wenn du ein bisschen Pech hast, kannst du vielleicht auch jedes verlieren und so sind viele andere Spiele auch. Heute war halt eine relativ frühe rote Karte vom Torwart von Sporting und dann ist das Spiel halt so relativ deutlich in die Richtung von Marseille gekippt, aber alles ist möglich und am Ende werden halt vielleicht sogar auch direkte Duelle entscheiden, weil die ja, glaube ich, immer als erst bei Punktegleichheit als erstes zählen. Und ja, weiß gar nicht, wie es dann mit der Auswärtstorregel gibt bei direkten Duellen. Soweit habe ich mich noch gar nicht mit dem beschäftigt. Aber um das direkte Duell gegen Tottenham definitiv zu gewinnen,
bedarf es einen Sieg in London. Und so werden wir uns nach Bochum, und das ist auch wichtig, ab Samstagnacht werden wir uns mit Tottenham im Rückspiel beschäftigen. Ab jetzt ist werden wir nicht mehr über Tottenham sprechen, sondern nur noch über Bochum. Und die wichtigsten über uns selber. Ingo Dustewitz von der Frankfurter Rundschau. Wenn ich daran anknüpfen darf, also heute war ja wieder ein toller Abend, aber Bochum steht ja jetzt doch vor der Tür. Sebastian Rode hat eben nochmal gesagt, wir wollen diesmal kein Aufbaugegner sein. Ist das schwierig, so ein Spiel generell, also das Spiel in Bochum? Ja, es ist jedes Bundesligaspiel schwierig. Die Jungs haben jetzt nach Marseille, wo unser erster Sieg war, dann in Stuttgart waren wir auch kein Aufbaugegner, wollten wir auch nicht sein, da haben wir es gut hinbekommen. Und das werden wir uns jetzt auch. Wir haben einen Tag länger Zeit als beim letzten Mal. Also diese drei Tage dazwischen, Dienstag, Samstag, die tun uns gut, weil schon... Ja, ich habe jetzt auch mitbekommen, also mir wird ja das immer dann schnell erzählt, Tottenham ist über 120 Kilometer gelaufen und wir sind 123 gelaufen. Also es war schon ein Spiel, das viele Körner gekostet hat. Dann werden wir schauen und Randall ist ja gesperrt am Samstag in Bochum, da müssen wir jetzt eben schauen, weil Makoto, auch wenn er so gespielt hat wie ein Jüngling, aber trotzdem nicht mehr ganz so jung ist, wie er das verkraftet, weil wir ihn im Rückspiel natürlich auch wieder mit dabei haben. Deswegen kann es durchaus sein, dass wir auf der einen oder anderen Position auch einen frischen Spieler bringen. Und das hoffe, dass Mario wieder fit wird. Und der Fokus ab jetzt ist für Samstag ganz klar. Gut, keine Fragen mehr. Dann wünschen wir eine gute Nacht. Gute Nacht.